Moin Leute und hallo zu Watten Barbecue. Ich beweise euch heute, dass lecker und schnell zusammenpasst. Ich habe nämlich hier den Chefkoch gefragt, ob ich das mal zum Besten geben kann hier auf dem Kanal. Und zwar hier auf dem Gasgrill. Und zwar ist das ein Gericht von Mutti. Und ihr wisst ja, von Mutti schmeckt immer alles besser. Und wie das geht und wie wir das machen, das seht ihr nach dem Intro. Kommen wir zu den Zutaten. Halbiertes Putenschnitzel, weil die waren schon echt groß. So sind sie so ein bisschen kleiner als Handfläche. Dann haben wir Salz und Pfeffer zum Würzen des Fleisches. Ananasscheiben aus der Dose, schön süß und so ein bisschen hawaiianischer Style am Fleisch. Kommt echt gut. Für die Soße Sahne. Wir haben hier einen Liter Sahne. Wir brauchen immer ein bisschen mehr. Wir sind Soßenliebhaber. Wir mögen Soße unglaublich gerne in der Familie. Dementsprechend brauchen wir viel davon. Und das passt ja einfach euren Bedürfnissen an. Bisschen mehr, bisschen weniger, wie ihr halt wollt. Dazu passend Rahmsoße, hier als Pulver. Wo machen wir weiter? Ja, hier bei den Champignons. Weiße Champignons, die schneiden wir nachher in Scheiben. Finden wir eigentlich am leckersten. Und ganz zum Schluss, als Topping, haben wir noch geriebenen Gouda. Den streuen wir dann nachher drüber. Dann haben wir auch was fürs Auge. Ja, alles gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns an der Konsistform. Wir schnibbeln hier alles und anschließend schichten wir. Geschnibbelt haben wir, aus der Dose befreit haben wir auch. Ich würde sagen, ihr kommt mal ran und wir fangen an, das Fleisch vorzubereiten. Von beiden Seiten salzen und pfeffern. Zack, ist das Fleisch vorbereitet, von beiden Seiten gesalzen und gepfeffert. Und jetzt ölen wir hier die Konsistform ein bisschen ein. Hier haben wir ein schönes Rapsöl, das kann vernünftig Hitze ab auf dem Grill. Und ja, eben einmal einstreichen und dann geht's weiter mit unseren Fleischstücken. Kommt ran! Jetzt bedecken wir das alles mit unseren Pilzen. Mal gucken, ob wir alle brauchen. Denkt dran, Pilze fallen in sich zusammen. Die werden immer kleiner. Ich könnte mir vorstellen, dass wir alle brauchen, aber die Menge könnt ihr auch da wieder selber bestimmen. Zutaten, wie immer, haben wir ja die Mengenangaben
in unserer Videobeschreibung. Unterm Video einfach reinklicken. Also ich sehe das so, wir brauchen nicht alle Pilze, aber ungefähr drei Viertel. So, das langt mir. Mehr kommen da nicht drauf. Und wir sehen uns gleich beim Zusammenmixen unserer Soße. Aber auch das ist kein Hexenwerk. Jetzt geht's weiter mit unserer Soße. Die Sahne habe ich schon mal aufgeschnitten. Wie gesagt, ein Kilo Sahne. Schwupps. So, aber nicht mehr. Von der Rahmsoße, da steht jetzt hier drauf, er gibt 250 Milliliter. Ja, eigentlich bräuchten wir nur 4. Ich nehme 5. Weil manchmal ist mehr halt auch besser. Eins. Auch die kommen halt weg hier, damit ich mich besser bewegen kann. Zack. Und dann wollen wir mal so ein bisschen rühren. Wir wollen auch so wenig wie möglich Klumpen reinkriegen, also wird hier jetzt erstmal gerührt. Das kann ein bisschen dauern, weil Sahne sehr fettig und Pulver. Ne? Könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen. Ihr könnt natürlich auch irgendwas Elektrisches dafür nehmen. Aber wenn schon so viel Sahne, dann kann das auch ruhig mal ein bisschen in den Oberarm gehen. Ne? Was mich mal interessieren würde, schreibt mal in die Kommentare, ob es für euch legitim ist, dass man so eine Fertigsoße einfach benutzt. Oder ob man so eine Soße immer selber ziehen muss. Würde mich mal interessieren. Ist ja immer nur ein Ausnahmefall, ne? Ah, das sieht ja schon ganz gut aus. Jetzt geht es auch so langsam in den Oberarm. Aber ich finde, das sieht ganz gut aus. Jo, dann kann das eigentlich schon über unsere Pilze und unser Fleisch. Dann schauen wir doch mal. Und wie ihr seht, wenn man überlegt, dass das Fleisch eigentlich so bedeckt sein soll, dann muss das schon wirklich ein Liter Sahne sein. Bei der Menge. Ich meine, wir reden hier von 1,8 Kilo Fleisch. Das ist ja nun auch schon ein bisschen was. So, dann mache ich hier noch so ein bisschen hin und her, damit das überall so ein bisschen hinlaufen kann. So, und diese ganze Geschichte, die kommt jetzt hier in den indirekten Bereich. Links und rechts sind die Brenner schon an. Und ich gehe mal davon aus, so bei 160 Grad wird das eine Stunde dauern. Also, kommt mal ran an den Grill. Zack, ohne Deckel einfach in die Mitte. Eine Zutat fehlt uns noch, in einer halben Stunde gucken wir noch mal nach und dann kommt der Käse noch da oben drauf als Topping. Aber wie gesagt, eine halbe Stunde darf jetzt erstmal geblubbert werden. Jo. Ein bisschen was an Käse drüber.
So, einmal noch die Klappe dicht, den Käse zerlaufen lassen. Grad hat unsere Soße jetzt, wahrscheinlich auch das Fleisch liegt ja schließlich drin. Ich hole das vom Grill und dann probieren wir es zusammen. Oh, kommt mal ran. Ich versuche jetzt hier einfach mal ein Stück Fleisch rauszukriegen. Ja, das hat schon mal geklappt. Bisschen Soße noch oben drüber. So, das wollen wir mal probieren. So, dann schneiden wir hier gleich mal was ab. Ja, auf jeden Fall schön durch. Kleines Stück Ananas. Aufpassen, heiß. Mit Sicherheit heiß. So. Und hinein in die kleine Luke. Na, spiel mit mir. So. Auf euch. Ich hoffe, man sieht's. Hier steigt Dampf auf. Und diesmal möchte ich mir wirklich nicht die Zunge verbrennen. Passt da echt auf. Wie gesagt, das sind gerade Früchte mit Zucker, die heizen sich extremst auf. Also, ich puste jetzt. Übrigens, Nudeln, Reis oder Kartoffeln dabei. Super. Ich finde, auch von der Menge von der Soße her, macht das mit dem Liter. Ihr werdet begeistert sein. Aber erstmal wollen wir probieren. Ich hab's gedacht. Geht auch warm runter. Naja, ein Getränk wäre nicht schlecht. Aber ich probiere nochmal. Also Mama, ich kann es genauso gut wie du. Also mega, hervorragend. Die Soße auch, klasse. Und so einfach, Leute, so einfach. Einfach da rein und Soße drüber und ab dafür. Oh, lecker. Da geht echt das Herz auf. Also Leute, ganz ehrlich, wer das nicht nachmacht, selber schuld. Dann kann ich euch auch nicht helfen. Also, macht das unbedingt nach. Schreibt in die Kommentare, ob das von der Leichtigkeit und Geschmack, ob das zusammenpasst. Ich finde nämlich nicht. Das ist sowas von leicht und dafür sowas von gut. Eigentlich passt das nicht, aber genau so muss das sein. Drauf, zusammen und Rinnenhals. Ich find's klasse. Ha, so, jetzt aber rein. Die Familie wartet und meine Mutter ist übrigens auch da und die kriegt auch was ab. Mal gucken, ob sie sagt, da und da habe ich noch einen Fehler gefunden. Ich will's ihr gönnen. Jedenfalls schmeckt das mega. Wenn ihr möchtet, hier unten einfach aufs Logo klicken, dann abonniert ihr den Kanal. Ich leuchte euch hier so ein... Ich zeige euch hier noch ein paar Videos, die könnt ihr dann anklicken und weiter gucken. Ja, und wie gesagt, Kommentare, Glocke, damit ihr erinnert werdet, wenn ein neues Video kommt. Habe ich alles gesagt? Ach ja, übrigens, bis zum nächsten Mal bei Wattenbarbecue. Mehr grillen geht nicht. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also, haut rein. Ciao. So einfach. Probieren? Gut, dann nicht, dann mache ich alleine. Danke.